Ich habe mich sachkundig gemacht. Tatsächlich, es gibt einen Krater dort, der Eberswalde heißt. Und da habe ich dann überlegt, wie kann ich das jetzt umsetzen? Ich setze einfach mal in den Krater eine Glaskuppel. Dort wächst Grün, das sowohl Sauerstoff erzeugt, als auch die Leute dort mit Gemüse und frischem Obst versorgen kann. Und in der Tiefe sind Wohnwaben von Leuten, die dort wohnen. Und sie haben auch die Möglichkeit, mit Fahrstühlen nach oben zu fahren, um dort dann die Gegend zu erkunden. Die Eberswalder Fahne ist auf dem Kraterrand gehisst. Marsianisch, also nicht unterirdisch, sondern untermarsianisch, befinden sich diese Wohnwaben. Und wie man sieht, sind einige. Ist bei einem das Licht ausgestellt. Das sind also Leute, die am Tage gearbeitet haben und die jetzt nachts schlafen und oder umgekehrt. Ja, und ich wünsche, dass viele Leute das in diesem Museum sich ansehen und erkennen, was für Eberswalde auf dem Mars so alles möglich ist.